Ich bin hier an das Institut gestoßen über Empfehlungen, einmal aus Kontakten aus meinem Netzwerk. Und wieso ich hier bin, ich habe mich ein bisschen durchgegraben über die Webseite und möchte jetzt hier einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ein Bauchgefühl dafür bekommen, wie ist die Atmosphäre hier, die Energie, wie wird hier getickt, wie wird hier gearbeitet, was für Menschen kommen hierher. Vielleicht auch sehen, ob das etwas ist, was über eine Ausbildung hinausgehen kann im Sinne von Netzwerk, neue Ideen, progressivem Denken und so weiter. Also wir machen so den ganzen Bogen von den übergeordneten Themen, die uns beschäftigen, bis hin zu den Formalien, wie meldet man sich an, was ist, wenn ich einen Baustein verpasse und so weiter und so weiter. Das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin, einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist so der Schwerpunkt der Curricula, welche Menschen sind so beim ISB dabei. Und klar auch grundsätzlich Netzwerke auch mit aufzubauen, einfach neue Impulse zu bekommen für die Zukunft. Wie bin ich hergekommen? Über Empfehlung von einer ehemaligen Kollegin. Wie bin ich zum ISB gekommen? Letzte Frage, Empfehlung aus meinem Beraternetzwerk. Okay. In der Mitte machen wir eine kleine Beratungseinheit in Anführungszeichen, eine Anwendungseinheit, wo wir ein Thema von Ihnen aus Ihrem professionellen Umfeld aufgreifen und mal exemplarisch mal arbeiten, dass Sie mal sehen, wie wir arbeiten, wenn wir nicht hier im Plenum sitzen. Wir arbeiten ja nur zum Teil hier im Plenum. Wir machen ganz viel Untergruppenarbeit, Projektarbeit in den Kleingruppenräumen. Wir können uns dann das ganze Haus verteilen. Da machen wir mal so eine Sequenz. Ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei einer gemeinnützigen Stiftung. Und habe in verschiedensten internationalen Unternehmen gearbeitet, als Vertriebsleiter, als Berater, aber auch als Direktor für einen Beraterstab. Gelernte Diplom-Handelslehrerin, also Wirtschaftspädagogik habe ich studiert. Und in meiner beruflichen Laufbahn habe ich immer hauptsächlich in der Personalentwicklung gearbeitet. In den letzten 2,5 Jahren bin ich im Bereich der Ausbildungsgestaltung. Und es gibt immer einfach auch Entwicklungsoptionen. Und das finde ich charmant und deswegen habe ich das ISB auch gewählt.